Moin meine Freunde und willkommen beim neuen Simply Video. Lasst uns loslegen! Das erste Item ist gefunden und zwar Ebis plus 9 mit 20 Teufel für 5 Won. Die gehen momentan für 6 Won weg und so haben wir schon mal erstmal 1 Won Gewinn gemacht. Das sind jetzt meine. Dann stellen wir kurz einen Job. So, voll unnötig. Ich habe mir ein Cashew-Bündel gekauft. Habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Wir haben aber nur ein Item. Das ist jetzt ein bisschen los. Auf jeden Fall 6 Won hier, die Ebis plus 9. Shop ist jetzt offen und dann schauen wir mal, wie lange es dauert, bis die weg sind. Nach knapp 4 Stunden haben wir die Ebis verkauft. Wir suchen jetzt mal was Schönes Neues für 6 Won. Ich habe jetzt ein bisschen länger überlegt, ob ich mir die Rüstung hole. Und ja, hier ist eine 2 KTP, 10 TP Absorbsura-Rüstung für 6 Won mit 4er Stein. Die sollten wir eigentlich nach ein paar Stunden, beziehungsweise in ein, zwei Tagen, sollte die für 7 locker flockig weggehen. Auf jeden Fall, wie gesagt, stellt sie kurz für 7 Won hier rein. Wir haben die Rüstung für 7 Won drin. Mal schauen, wie lange wir brauchen, um die zu verkaufen. Die Rüstung hat diesmal ein bisschen länger gedauert, fast einen Tag. Da war sie weg, ich glaube 20 Stunden oder 18 Stunden oder sowas war die jetzt drin. Auf jeden Fall. Weg ist sie, dann schauen wir mal, was wir hier zu finden. 3 Won wandeln wir jetzt mal um, weil wir graue Fragmente kaufen werden, weil die gerade ziemlich günstig sind. Und ja, die halt ziemlich gefragt sind. Also wie ihr seht, hier 1,5 Kaka. Ich kaufe die mal eben kurz alle leer. Viele sind es jetzt zwar nicht geworden, aber wir haben bis 3 Kaka jetzt alle pro Stück rausgekauft. Die werden wir dann für 4 Kaka das Stück verkaufen. Hier ist ein relativ günstiger Charmy mit 15 Blitz. Die sind eigentlich relativ gefragt, wenn Charmys leveln. Die kriegen wir easy für 4 Won. Eigentlich verkauft, nehmen wir mit und stellen wir uns gleich in den Shop rein, ne? 10 weiße Fragmente für 10 Kaka nehmen wir auch nochmal mit. Ich schau mal gerade mal weiter. Sind hier noch welche hier? Wie gesagt, 20 Kaka seht ihr ja. Dass die deutlich mehr kosten. Also sind leider keine mehr für 10 Kaka pro auf dem Markt. Dafür haben wir aber grüne hier für 9. Also die nehmen wir auf jeden Fall mal wieder mit. 2 Packs. Wie viel haben wir noch? Ja, 2 Packs auf jeden Fall, das ist wieder nice. Wir haben auch wieder für 15 KK rein, die Dinger. Schauen wir direkt mal bei gelben rein. 10 KK pro, nee, da will man nichts finden. Blaue, was sagen die? Da sind auch, hier 10er Pakete. Die nehmen wir mit auf jeden Fall für 13. Die gehen auf jeden Fall für 25 locker flockig weg bis 30. Wenn ich sogar noch mehr, seht ihr hier, wie teuer die Dinger sind. War ja eigentlich jetzt ziemlich lucky, dass ich die jetzt gefunden habe. Wenn man es so sieht, hier sind 10er für 70. Ja, das lassen wir jetzt einfach mal mit. Komm, wir schauen noch einmal rote Fragmente. Wenn da nichts ist, dann lassen wir das Ganze mal. 11er Pakete, 10er für 74. Mein Gott, die Fragmente sind halt auch wieder gesunken. Gesunken des Todes hier. Was sagen die Regenbogen? Haben wir hier irgendwelche günstigen 10er Pakete hier? 9 KK. Nehmen wir die mit, nehmen wir die mit. Komm, nehmen wir mit. Scheiß drauf. Dann haben wir den Shop voll und dann hat sich das auch erledigt. Es leckt. Tut mir leid. Das ist hoffentlich jetzt nicht so schlimm für euch. Hoffe ich zumindest jetzt. So, die für 10 KK, wie gesagt, nehmen wir mit. Und jetzt stellen wir den Shop auf jeden Fall. Unser Shop steht. Ich zeige auf jeden Fall jetzt nochmal die Preise. Die Fragmente hier oben sind alle für 15 KK im 10er Pack drin. Die blauen sind für 50 jetzt drin. Die grauen für 40. Die einzelnen für 4,25. Und den Blitzhelm für 4 Won. Nach einem Tag haben wir auf jeden Fall nicht den Helm verkauft. Aber die Fragmente sind fast alle weg. Das heißt, wir suchen mal wieder ein paar neue. Vielleicht finden wir noch welche günstige. Und so schaut es auch aus. Hier wieder 10er Packs graue für 25. Da können wir natürlich wieder nicht nein sagen, weil die ganz gut für 40 pro weggegangen sind, also 10er Pack für 40 so. Und ja, die nehmen wir auf jeden Fall mit. Sonst sind hier keine günstigen, außer hier die 3, aber auf die 3 kann ich jetzt verzichten. Ach Gott, Leute, ihr müsst mal denn die scheiß Shops freizuschalten. Mein Gott, jedes Mal. Er hat ihn nicht freigeschaltet, das heißt, ich kann es nicht kaufen. Mal gucken, ob er gleich antwortet. So, der Shop hat offen. Hier ist ein Bann für 2 Won, das nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Ich habe kein Won hier, nein! Sonst noch was? 3 Won hier, das Armband, ich muss gucken. Fuck, ich muss mal kurz Won holen. Fix 3 Won umwandeln und wieder ganz schnell zurück. 3 Won hat gepasst, ihr hat alles gepasst, ich laufe schnell zurück. Gott sei Dank, ich habe es geschafft, das Band gehört uns, Alter. Mein Gott, das war schon echt krank knapp. Ich schau jetzt mal, was haben wir denn noch hier? 1 Won, 33, 6 KK, nee. Eine Glefe auch nicht unbedingt. Also sonst ist das jetzt nicht so heftig billig hier. Aber das Band, das war schon geil. Der Top ist leider weg. Der wurde schon rausgekauft wahrscheinlich. Weil ich gerade einen kurzen Moment AFK war. Das Schild, 2 Won, wäre das wenigstens plus 9. Hätte ich gekauft. Die Schuhe, 1 Won 30. 5 Crit, das sind Nuller-Schuhe. Das könnte man vielleicht benötigen. Für 2, aber den Helm hier.
Ja, komm, den Helm nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Sonst noch was für 2 Won hier drin, was man mitnehmen könnte. Ja, nehmen wir das Schild jetzt mit oder nicht? Schwere Frage. Nee, wir lassen es auf jeden Fall. Wie gesagt, haben wir gut was gemacht. Jetzt hätte ich jetzt nur ein bisschen mit dem umwandeln können, aber ist jetzt nicht so tragisch. War auf jeden Fall guter Gewinn hier. Wir müssen auf jeden Fall wieder ein Won umwandeln, weil wir kaufen jetzt doch das VMS von dem hier. RT1 plus 9 mit 31 DSS für 1 Won 70 und ich denke schon, dass wir lockerflockig 2 Won dafür kriegen. Das wäre auch nochmal ein bisschen Plus, das nehmen wir dann auf jeden Fall mit und dann stellen wir jetzt mal Shop. Und der Shop steht wieder. Ich zeige euch jetzt hier nochmal kurz die Preise. Die Grünfragmente wieder für 15 KK, die Grauen für 40, die Regenbogen für 15 hier. Das Band haben wir für 3 Won 39 KK reingestellt, den Helm kennt ihr ja für 4. Den anderen haben wir für 90 reingestellt und das Form ist jetzt für 2 Won. Das sollte eigentlich relativ fix einiges rausgekauft werden, zumindest das Band. Und ja, ich denke, das Vollmondschwert sollte eigentlich auch relativ schnell rausgehen. Ja, super. Nach über, ja, 1,5 Tage haben wir 9 Won, 190, 196 KK. Dann suchen wir uns mal schöne Schnapper raus. Ich glaube, hier ist irgendwas verkehrt. 2 Won für den Helm, Alter. Den muss ich ja mal direkt kaufen, Alter. Der ist auch plus 9. Nice. 2 Won Eisenhelm plus 9 mit 6 Boni sogar drin. Ich habe noch ein Schild plus 9 mit 5 Bonis gefunden für 1,5 Won. Da kann ich natürlich auch nicht nein sagen, das ist logisch. Was hat denn noch was drin hier? Bambus hat schon, nee, okay. Das war's auch schon, aber das Schild, das ist nett, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Und ja, das sind auch locker ein Won-Gewinn. Ich gönne mir jetzt hier die grauen Glanzfragmente für 3 KK maximal je. Da sind schon einige am Start. Und wie gesagt, das sind dann auch 10 KK, die wir auf jeden Fall hier mitnehmen. Ich kaufe kurz die einzelnen. Es ist da nochmal ein 10er-Pack geworden, also passte das Ganze wunderbar. Der Shop hier ist in der Nähe. Wo ist denn der Lagerverwalter? Wir müssen mal fix einen Won umwandeln, weil wir haben hier eine relativ günstige Charmi-Rüstung gefunden. Komm, beweg dich, Charmi. Du bist so... Nee, Krieger, du bist so langsam ohne Windschuh oder Reittier. Ich mag das überhaupt nicht. So, der Shop ist genau hier. Mal schauen, was der Typ noch so hat, bevor ich jetzt... Obwohl, ich kaufe erstmal die Rüstung hier für 2 Won 99. Eine Charmi-Rüstung mit Hass plus 4 schon drin. Genau deswegen kaufen wir sie schon. Und was hat der denn noch so Schniekes drin? Antike Glocke. Hätte die 4 wahrscheinlich mitgenommen. Ansonsten sieht das eigentlich nach einem ganz stinknormalen Shop aus. Ne, der hat sonst nicht wirklich noch was. Also nichts Brauchbares. Also lassen wir das Ganze hier sein. Haben wir auf jeden Fall die Rüstung hier für, ja, 3 Wochen so gesehen gekauft. Also passt das. Damit unser Shop auch mal prall gefüllt wird, habe ich überlegt, dass wir uns jetzt 400 weiße Haarbänder plus kaufen. Die gehen gut in 10er Pack für 8 KK weg, deswegen nehmen wir die mit und werden die zweite Seite im Shop mal eben komplett füllen, damit sich der Kaschmirbündel halt auch mal lohnt. Und ja, das ist so das Einzige, was ich jetzt so an Kleinkram kaufen werde. Ich werde so auf ein Item mich fokussieren bei diesem Mist hier und wie gesagt, das wird dann weißes Haarband plus sein, dass ich immer welche da haben werde oder ich schaue, dass ich immer welche da habe und halt auf der ersten Seite werde ich mich um Fragmente kümmern und halt EQ fürs Erste. Da ich nichts mehr gefunden habe, habe ich unseren Shop jetzt erstmal gestellt. Ich zeige jetzt mal erstmal kurz die Preise. Das Schlachtschwert haben wir für 2,75 reingestellt. Die Charmi-Rüstung für 4 Won und den Eisenhelm für 4 Won 25. Eigentlich auch alles ziemlich billig, das sollte auch für mehr weggehen, aber wir wollen ja schnellen Profit, deswegen lassen wir das erstmal so drin. Und die weißen Haarbänder haben wir für 7,9 KK drin im 10er Pack und die grauen Glanzfragmente für 45 KK. Eigentlich keine Probleme stehen da im Weg, dass irgendwas nicht verkauft werden sollte, außer der Suhelm vielleicht. Da habe ich keine Ahnung, wie teuer der ist eigentlich, aber... Der kam mir günstig vor, deswegen habe ich den jetzt erstmal mitgenommen. Mal schauen, ob der weggeht, ansonsten machen wir den irgendwann mal 10 KK günstiger. Wie geplant sind einige Sachen weggegangen relativ schnell. Also ich hatte vor 3 Stunden oder so in den Shop gestellt und ja, die Rüstung ist weggegangen und ich glaube der Eisenhelm war das. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube ja, der Eisenhelm ist auch weg. Und ja, jetzt haben wir wieder 9 Won und dann schauen wir mal, was wir finden. Hier ist ein LPP mit 5 Bonis, eigentlich sogar akzeptablen Bonis für den Anfang. Den kriegen wir für locker 3 Won 50 KK verkauft und ich sehe gerade, wir müssen Won umwandeln. Ich hasse es, über die halbe Map zu laufen. Ich glaube, ich stelle meinen Job jetzt am Lager. Dann gönnen wir uns den jetzt mal für 2 Won 99 KK und stellen den mal für 3 Won 50 rein und haben somit 50 KK gewinnt. Passt auf jeden Fall. Hier ist ein Yin-Yang-Plattenpanzer für 3 Won mit einem Schuss plus 4, 2 KTP. Ich denke, der sollte für 3,5 weggehen. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Deswegen nehmen wir den auf jeden Fall wieder mit. Und dann haben wir zusammen schon wieder einen Won hier Gewinn gemacht mit den beiden Rosis. Nice. Im Übrigen noch als Anmerkung hier. Ich habe auch 5-mal weiße Haarbänder Plus verkauft. Also auch ziemlich nice. Und ich werde jetzt hier die ganzen grauen Fragmente rauskaufen. Und ja, werde ich die auch im Shop stellen mit. Und für
7 Kaker gewinnen. Das geht halt auch noch voll fit und es leckt gerade ein bisschen. Egal. Ich wandle jetzt erstmal das Won um. Ich denke mal, 2 Won sollten reichen. Dann kaufe ich das eben fix raus und dann sehen wir uns gleich. Auf jeden Fall verkauft er auch blaue Fragmente. Davon werde ich jetzt auch noch ein Pack kaufen. Leider habe ich nicht mehr für 2 das Geld, aber nehmen wir trotzdem nochmal einen mit. Und ja, die sind ja für 50 Kaker weggegangen. Ich denke mal, werde ich diesmal ein bisschen billiger machen, weil es halt gerade diesmal viele auf dem Markt gibt. Und auch, ja, welche für 10. Also hier, wie gesagt, ich werde die mal für 45 jetzt reinstellen und schauen, ob die weggehen. Der Shop nimmt auf jeden Fall Fahrt auf. Auf jeden Fall haben wir jetzt graue Fragmente für 40 drin, die grauen Glanzfragmente für 45, die grünen für 15, die Regenbogen für 15, die blaue für 45, wie angesprochen. Den Rüstungen jeweils für 3,50, das Schild wieder für 2,50 und ja, die weißen Haarbinde für 8 KK. Also das passt. Dann schauen wir mal, was wir bis morgen verkauft haben. Ich bin gespannt und ja, bis morgen. Wir haben 8 Won und 540 KK eingenommen und ja, wir haben direkt was gefunden, hier was wir kaufen. Und zwar 10 Gürtel plus 9 für 2,5 Won. Und ja, ich überlegte, nein, ach komm, wir kaufen den Leingürtel jetzt auch noch für 3,5 und stellen für 4 rein. Haben wir beides 50 KK Gewinn gemacht. Da bin ich auf jeden Fall glücklich mit. Und ich suche da mal weiter, was ich finde. Ich habe hier eine Furchtmaske plus 7 für 3 Won. Also die nehme ich, werde jetzt mitnehmen, werde die für 3,5 mal reinstellen. Weil ganz ehrlich, 5 Bonis Furchtmaske plus 7 sollte man eigentlich 3,5 locker für kriegen. Deswegen nehmen wir die jetzt einfach mit und ich schaue nochmal, was wir für unser Young finden. Direkt was gefunden, 10 rote Fragmente für 42 KK, kriegen wir locker für ja, 65, 70 verkauft. Leider Gottes sind nicht für mehr momentan, die sind momentan ziemlich am Fallen, deswegen müssen wir die relativ schnell wieder verkaufen. Aber das sollten wir hinkriegen. Nevermind, wir haben hier ein LPP gefunden. Ich werde jetzt hier 3 Won mal eben fix umwandeln und uns dem LPP gönnen zu können. Ja, der wie gesagt 1,5 TP, 15 AW, 3er Steine. Sollte auch für 3,5 eigentlich weggehen bei den Preisen momentan. Und ja, dann haben wir eigentlich unser Won schon wieder ausgegeben. Dann stelle ich mal im Fix unseren Shop. Aber warte mal, bevor wir unseren Shop stellen. Ich glaube, ich habe graue Fragmente für 30 KK vorhin gesehen. Oh, guck mal, hier einzelne sogar. Aber warte mal, wir schauen erstmal den 10er Packs. Ganz ehrlich, das ist, glaube ich, ein Ticken wichtiger, damit wir 10er Pakete drin haben. Weil einzeln kriegen wir die Dinge eh nicht verkauft. Und genauso ist es hier vorne auch nichts. Nein, okay, dann kaufen wir die 3 Pakete noch draus und dann geht das genau auf mit unserem Young hier und dann. Ich habe unseren Shop jetzt wieder aufgemacht, dann schauen wir mal die Preise kurz an hier. 40 KK für die grauen Fragmente, das kennt ihr noch. Ich habe die roten jetzt einfach für 55 reingepackt, damit sie so schnell wie möglich wieder weggehen. Die Furchtmaske habe ich jetzt doch für 4 Won reingestellt. Mal gucken, ob die weggeht, ansonsten mache ich sie früher oder später für 3 Won rein. Den LPP für 3,50 Won, den Seengürtel für 3 Won, den Leingürtel für 4 Won. Ja, und die restlichen weißen Haarbänder plus für 8 KK im 10er Paket. Ja, und dann warten wir mal bis ja, was verkauft ist und dann sehen wir uns wieder. Naja, nicht so viel wie erwartet jetzt nach ein bisschen mehr als einem Tag. 3 Won, 100 KK. Aber naja, wir müssen uns damit zufrieden geben, wir finden bestimmt was Neues. Hat ja gar nicht mal so lange gedauert. Ich bin jetzt als erstes mal so die LPPs, Töps und so weiter durchgegangen. Und ich frage mich gerade eigentlich eher, warum ich nicht alles auf einmal gesucht habe. Egal, auf jeden Fall. Ja, hier haben wir einen gefunden, 2 KTP, 10 TP, Absorb für 3,5 Won. Ich kaufe den jetzt mal lieber schnell raus hier, bevor der weg ist. Und ja, den kriegen wir locker für 5 Won eigentlich verkauft. Da testen wir auf jeden Fall mal. Ansonsten stellen wir für 4 Won 50 rein. Aber der sollte eigentlich locker für 5 Won weggehen. Nice. So, wie bereits angesprochen, den Töpfer haben wir für 5 Won erstmal reingestellt. Mal schauen, wie lange es dauert, bis der weg ist. Mit 9 Won können wir auf jeden Fall leben. Ich suche was Schönes. Unser erster Deal ist gefunden und zwar ein Kristallarmband plus 9 mit 2 KTP, 10 dB, 5 TP Absorb. Für 5 Won ist der Shop hier in der Nähe, weil wenn ja, dann laufe ich da nämlich mal kurz hin. Ich schaue mal ganz kurz, wenn er in der Nähe ist, dann werde ich hinlaufen. Ja, ich gehe mal kurz da hin. Und dann schauen wir mal gemeinsam durch, was der Typ hier noch soll. Vielleicht hat er ja den einen oder anderen Schnapper immer noch am Start, aber bis jetzt sieht das einfach nicht so aus. Herbstwindfächer mit Kraft der Dunkelheit für 1 Won. Auf jeden Fall kaufen wir erstmal das Armband hier, das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Ansonsten sollte da jetzt noch irgendwas drin sein? Nein, die Ninja-Rüstungen, die sind jetzt auch nicht unbedingt zu gebrauchen. Aber der Herbstfächer, der interessiert mich schon noch so ein kleines bisschen. Oder die Nimbo-Schutz, 2 KTP, 10 Crit. Ah, die kann ich leider nicht mehr kaufen, 6 Won. Das ist natürlich ziemlich bitter jetzt, aber egal. Ansonsten, nee, sonst ist hier nichts mehr drin. Das heißt, ich glaube, ich kaufe einfach den Herbstfächer hier, weil ganz ehrlich, 1 Won mit Kraft der Dunkelheit drin. Sollte mehr drin sein. Ich nehme jetzt einfach mal mit hier. Passt auf jeden Fall. Ja, und hier habe ich nochmal eine 34er Sura-Rüstung für 2,5 Won gefunden. Die kaufen wir auf jeden Fall auch. Die geht für 3 Won auf jeden Fall weg. Also passt das Ganze. Da die Kupfer als Kette momentan ziemlich billig sind, kaufe ich die ganzen jetzt hier auch noch einmal fix raus, um die dann auch mal weiter zu verkaufen. Unser Shop steht wieder. Ich zeige euch jetzt mal kurz, was die Preise. Und zwar die Kupfer als Kette haben für 3,5 KK reingetan. Den
Die Rüstung für 3 Won. Den Herbstfeuerfächer haben wir jetzt einfach mal für 3 Won reingestellt. Mal schauen, ob der weggeht. Und das Armband haben wir jetzt für 7 Won drin. Das kann ich indirekt vielleicht auch nochmal, was weiß ich, halben Won günstiger machen. Aber es sollte eigentlich bei den Bonis weggehen. Da bin ich mal gespannt. Und ja, den Gürtel wieder für 4 und den anderen auch für 3. Das kennt ihr noch. Und ja, das sind die restlichen weißen Haarbänder noch. Na, nun ja, wir haben jetzt nicht die Welt verkauft, aber der Seelengürtel ist weg, soweit ich das sehe. Und ja, 4 Won, 210 KK haben wir. Und dann suchen wir mal uns Zeug. Und warte mal, wir sehen gerade hier, wie mein Sachen am Boden schmeißt, ganz ehrlich. Dann nehmen wir mal die sinnloseren Sachen, die beziehungsweise nicht so sinnlosen Sachen, mal einfach mal mit und stellen jetzt einfach mal in den Shop rein, ganz ehrlich. Ich nehme das jetzt einfach hier mal gerne mit und ich glaube, das war's an der Stelle, Junge. Ich gehe da mal auf, ja, Itemsuche. Ich habe einen Legiade gefunden mit Doppel-TP-TP wiederherstellen für 5 von 15 KK, den nehmen wir auf jeden Fall mit, der geht für 6 von auf jeden Fall weg. Zack, ist es meine und stellen wir auch gleich direkt wieder den Shop, würde ich sagen. Aber bevor wir das machen, checken wir mal wieder die Kupferketten plus 6 aus, damit wir die wieder für 3,5 KK reinstellen. Denn die sind halt auch alle weggegangen und ja, die nehmen wir auf jeden Fall mal wieder mit hier. Schauen wir direkt mal auf plus 7 rein. 6 KK, das lohnt sich nicht, alles klar. Schauen wir nochmal ganz fix zusammen. Silberhalsketten. Vielleicht sind da ja einige plus 6er oder plus 7 dabei. Plus 6 auf jeden Fall überteuert, plus 7 auch nichts. Also alles klar, dann machen wir jetzt gleich Shop offen. Gerade einfach mal hier so ein bisschen über die Map und schau so, ob hier ein bisschen was rumliegt und ja, das heben wir einfach mal gerade alles auf, weil ganz ehrlich, damit unser Shop voll wird und ich habe jetzt keine Lust auf irgendwas zu suchen und ja, hier liegt einiges bei rum, was kann ich jetzt hier, Speedpot benutze ich jetzt selber, aber ich finde, guck mal, ob ich noch was finde hier. Das Ganze geht jetzt auf jeden Fall in die richtige Richtung, würde ich langsam mal sagen und ja, den Jade haben wir wie gesagt schon für 6 Won reingestellt, wir haben noch einen Krieg plus 5 gefunden, ich habe für 2,5 KK jetzt einfach mal rein und den ganzen Kleinkram Mist habe ich jetzt einfach mal für 200 bis 500 KK reingestellt. Mal schauen, ob das ein oder andere noch mit weggeht. Das ist das geschenktes Zeug. Ganz ehrlich, wir hatten Platz im Shop. Warum sollen wir es nicht reinstellen? Sehe ich einfach so und deswegen haben wir das mitgenommen. Die Kupfers haben wir wieder für 3,5 KK reingetan. Ansonsten hat sich nicht großartig viel verändert. Die Preise sind immer noch gleich. Also mal schauen, was wir bis morgen oder übermorgen weg haben werden. Damit können wir auf jeden Fall mehr leben. Wir haben ein bisschen Crabs überverkauft. Ziemlich nice. Und ja, das Armband ist weggegangen für 7 Won und die Rüstung für 3. Das passt also wunderbar. Die weißen Glanzfragmente sind auch weg, aber weiße Haarbänder kriege ich halt immer noch weiter schlecht verkauft. Davon gibt es leider momentan ziemlich viele, aber wir halten natürlich an dem Preis fest. Und dann schauen wir mal, was wir noch so weit finden. Nach ein bisschen längeren Suchen haben wir mal wieder eine Sucherrüstung gefunden. Hier mit 15 Feuer, 500 TP, nichts Besonderes. Aber manchen Leuten reicht das halt für ein SC3 für einen Anfänger. Da kriegen wir locker 3,5 Won für, deswegen nehmen wir die auf jeden Fall mit. Ansonsten waren da, glaube ich, jetzt nicht wirklich Rüstung. Da schauen wir gerne nochmal gemeinsam durch. 2 von 60. Nee, die lassen wir auch liegen. 3 von 50 mit 4er Stein drin. Auch nichts Besonderes. Ansonsten gibt es auch keine, ja, OP-Rüstungen, sage ich jetzt einfach mal. Oder gute PvM-Rüstung gibt es sonst auch nicht mehr. 8 von für die ist auch gar nicht mal so schlecht, aber hätte die CTP ab so hätte ich natürlich Dreck gekauft. Aber naja, ist nichts mehr, dann suchen wir mal weiter. Ich habe noch eine schöne Rack gefunden, plus 9 mit 36 DSS 2 Ohm macht für 6 von 33. Kriegen wir auf jeden Fall 7 von 50 circa für. Und ja, damit bin ich auf jeden Fall glücklich. Und dann vielleicht finde ich noch was für 2 Won. Ich schau mal nach. Ich habe leider Gottes nichts mehr auf dem Markt gefunden. Ich habe jetzt den Shop auf jeden Fall gestellt. Die Rüstung ist für 3 Won 49 drin, direkt für 7 49. Mal schauen, wann die weg sind. Und ja, an dieser Stelle rechnen wir mal kurz zusammen, wie viel Won wir haben. 9,5, 12,5, 16,5, 16,5, 23, 24, 26, 27. Wir sind circa bei 28 Won, bedeutet wir haben innerhalb, ja, knapp 1,5 Wochen oder 2 Wochen waren das jetzt knapp. So ungefähr in die Richtung auf jeden Fall von 5 Won auf 28 Won hochgetradet, würde ich sagen, ist nice und ja. An dieser Stelle war es das mit dem Video. Bedeutet, wenn ihr diesen Clip oder dieses Video seht, habe ich schon längst einen anderen Namen. Also ihr werdet das Zeug so gesehen fast nicht wiedersehen. Und ja, ich werde das Zeug jetzt so verkaufen. Und wenn das dann, wie gesagt, weg ist, werde ich, ich denke mal, 25 Won auf den nächsten Char geben. Das Rest gebe ich dann auf den Main rüber. Bedeutet, ja, wenn eine Sache jetzt nicht verkauft gehen sollte, dann ist das halt so. Dann gebe ich den Rest auf jeden Fall rüber. Also wie gesagt, wenn ich 25 Won dann habe, werde ich das Ganze dann rübergeben, den Rest. Und dann geht es auf dem nächsten Char mit 25 Won weiter. Ich denke mal dann bis Richtung 50 Won. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch an dieser Stelle mal wieder gefallen. Und ja, das war's an dieser Stelle. Haut da rein, Freunde. Bis zum nächsten Video. Euer Simply. Ciao, Freunde.